Ja, also ich möchte nur alle motivieren, wenn sie die Möglichkeit haben, den Kick zu sich zu holen, macht es. Alle Bedenken, die vielleicht von unserer Seite im Raum standen, die haben sich auf jeden Fall verflüchtigt. Und ich bin überzeugt von diesem Event, ich bin überzeugt von euch als Team und freue mich auf hoffentlich eine weitere Zusammenarbeit. Ja, ich bin Mario Retzbach, bin hier bei Erstahl Ausbildungsleiter. Wir machen Explosionsschutz. Es ist schon vor Corona ein bisschen kritisch gewesen, wirklich dann die Stellen dann richtig zu besetzen, qualitativ hochwertig zu besetzen. Erfahren habe ich vom Alexander Wonner. Wir haben uns ausgetauscht, eigentlich zum Thema Great Place to Work. Und dann habe ich irgendwie was gehört von einem Tischkicker-Turnier Azubi. Und dann habe ich gleich so ein bisschen den Finger, wow, coole Sache. Wo machst du das? Und dann sagt er, das ist mein Problem. Dann sage ich, löse dein Problem. Wir machen das bei Stahl. Und dann ging natürlich bei mir schon ein bisschen so die Angst los. Wow, jetzt habe ich hier eine große Liebe riskiert. Geht es überhaupt? Gibt unsere Räumlichkeit es her? Können wir das leisten? Ja, die Bedenken habe ich gehabt. Und dann kam der Alex mit seinem Team. Und dann hatten wir ein Treffen. Unser Personalleiter ist damals dazugekommen, der die Idee auch gleich cool fand. Und wir waren relativ schnell einig, dass die Location das hergibt. Was ist die Location bei Stahl? Unsere Kantine. Dann haben wir es wirklich auch so gemacht, dass wir die Kantine komplett blank gemacht haben. Und dann ist das Karriere-Kick-Team gekommen mit dem großen LKW und dann haben wir wieder aufgebaut. Nein, ich habe keine Bedenken gehabt, weil der erste Kontakt schon so klasse war. Wir wurden so toll informiert. Wir hatten von Anfang an alle Informationen, die wir gebraucht haben. Und für mich war sofort klar, das ist letztendlich das richtige Team für uns oder mit uns diesen Karrierekick Hohenlohe in dem Gebäude von Stahl dann abzuhalten. Also die Zusammenarbeit. Es ist was Besonderes, mit euch zusammenzuarbeiten. Letztendlich sind wir eigentlich ja der Räumlichkeitengeber. Nichtsdestotrotz fühle ich mich, wie wenn ich zu eurem Kicker-Team dazugehöre. Ob das die Lisa ist, ob das der Hannes ist, ob das der Lothar ist. Ja, dieses Hi, hallo, wie geht's dir? Das ist einfach so toll. Wie soll ich das sagen? Große Familie. Also ich würde euch gerne nächstes Jahr auch wieder herholen. Egal wo ich war, hat man dann gesagt, wow, das war ja mal eine coole Veranstaltung. Ich habe es in TikTok oder in Facebook oder in Instagram gesehen. Das war das eine. Ja, also man war präsent. Das finde ich schon mal wichtig. Und das nächste war, dass natürlich dann die Bewerberinnen und Bewerber, die Eingänge sind wieder angestiegen. Ja, also Highlights sind definitiv, dass an Ort und Stelle wirklich dann noch Bewerbungen einfliegen. Ja, direkt über die tolle App. Das heißt, am Tag, am Event selber kann man dann wirklich Bewerbungsgespräche führen. Auf Augenhöhe, und das ist ja das. Am Tischkicker Kontakt aufnehmen, spielerisch. Und dann geht der Bewerber direkt an den Stand zu der Kollegin, zum Kollegen, zu den Azubis. Die sind sofort im Austausch miteinander. Richtig klasse. Das habe ich so auch noch nie auf einer Messe so direkt erlebt. Und sage, wow, ich kann mich ein bisschen zurückziehen, lasse die Jungs und Mädels miteinander reden. Das ist die beste Werbung. Das ist die beste Werbung fürs Unternehmen. Also die Emotionen, die das bei mir auslöst, ist, wenn ich ganz ehrlich bin, schon ein bisschen Gänsehaut, weil es eine brutale Atmosphäre war. Man kann in der Zusammenarbeit mit euch als Locationgeber definitiv nichts falsch machen, weil ihr bringt alles mit, ihr helft ja, ihr unterstützt. Im Endeffekt geht es ja nur um diese Räumlichkeit und idealerweise muss diese Räumlichkeit leer sein. Alles andere bringt ihr ja wirklich mit. Es ist alles dabei. Ihr denkt sogar an die Mülleimer. Das ist ja unglaublich. Es kann jeder. Es kann wirklich jeder. Man muss sich's nur trauen. Und es geht. Mit euch geht's. Es kann jeder. Ja, also ich möchte nur alle motivieren, wenn sie die Möglichkeit haben, den Kick zu sich zu holen, macht es. Alle
Bedenken, die vielleicht von unserer Seite im Raum standen, die haben sich auf jeden Fall verflüchtigt. Und ich bin überzeugt von diesem Event. Ich bin überzeugt von euch als Team und freue mich auf hoffentlich eine weitere Zusammenarbeit.